Willkommen zum Netz der Spinner, so der Name dieses Levels bei Serious Sam 3 BFE, Big Fat Entertainment. Ja, ich weiß, so fange ich jede Folge irgendwie an, keine Ahnung. Das gefällt mir einfach. So, wir hatten gesagt, in dieser Folge müssen wir hier schön runtergehen. Jetzt probiere ich mal was. Ich stelle mal gerade die Maus etwas langsamer. Und da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle und ihr seht nicht ganz so schnelle, hakige Bilder. So, das scheint aber gut zu funktionieren. Bei Skyrim muss ich die Maus immer einen Tastendruck, die DPI höher einstellen und hier etwas weniger. Aber egal. Ich erinnere mich an Schreckliches. Da sind nämlich diese kleinen, miesen Viecher, die von der Decke da uns angreifen. So. Mal schauen, was hier unten geht. Und da sind wieder unsere leuchtenden... Naja, ich wollte es diesmal nicht sagen. Die Blinkies. So, und es geht weiter runter ins Dunkle. Und schon schaltet der Gute seine Taschenlampe automatisch ein. Das ist doch mal schön. So, was haben wir denn hier? So. Gesundheit ist voll, aber die Rüstung noch lange nicht. Weiter. Irgendwie klingelt es gerade, das Telefon. Also so hört sich das zumindest an. Ich glaube, das ist ein Teil dieser Musik hier. Das kann doch nicht sein, ey. Klingelt hier ein Telefon oder was? Also bei uns daheim klingeln Telefone anders. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. You mean the phone you just called? Right. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Oh, das sind überall von diesen blöden, ekelhaften Dingern. Wir stehen mittendrin statt nur dabei. So, jetzt kommen sie nämlich angeschissen. Ich hab's nicht genau gewusst hier. Nein. Warum so viele? Lieber Gott. Lauf nach, schneller. So, das sind auf jeden Fall noch mehr. Ich höre sie nämlich ganz genau. So, wir laden mal nach hier. Ich habe keine Ahnung jetzt, wo wir sind. Wo ist er denn? Ach, die... Genau, die Penner sind ja auch an der Decke hier. Da müssen wir dran denken. Da ist er schon. Einer. Zum Glück nicht so viele. Die meisten laufen am Boden rum. So, irgendwas sollen wir jetzt hier hochladen, haben wir eben gerade erfahren. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo es das zum Finden gibt, aber wir werden es durchsuchen. So, hier haben wir schon alles aufgeräumt. Hier geht's weiter. Egal, Fischer. Ich könnte ja auch eigentlich mal einen Nahkampf ausprobieren. Das leuchtet jedes Mal auf und der Kryo drückt nie drauf. Immer schön nachladen. So, hier geht's auch weiter. Aber da haben wir noch was. Gesundheit. Gesundheit ist voll. Ja, dafür haben wir unsere Rüstung an. Ich hätte gerne Rüstungsgegenstände. So, auch wieder Gesundheit. Jawohl. So, die Musik wird wieder ein bisschen leiser. Vielleicht kehrt wieder Ruhe ein, so langsam. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Thank you.
Okay, wir haben wieder sein Auge rausgerissen. So funktioniert das hier im Nahkampf. Die Gesundheit ist immer noch voll, dafür ist unsere Rüstung nur noch auf 6 Punkte. Mensch, eins von diesen komischen Eiern oder was auch immer das sein soll, abschieße, dann gehen immer alle automatisch auch aus. Das finde ich nicht schön. So, hier, was los hier? Komm, ich will da einfach nur schnell durch. Ekelhafte Gebühr. Schrecklich, das ist wirklich schrecklich. Der zappelt noch. So, da ist noch einer. Das sieht man so schlecht, weil die so ungefähr gleich aussehen wie die Mauern hier. So, hier gibt es noch was. Die Gesundheit ist immer noch voll, aber die Rüstung ist mittlerweile ganz verschwunden. Hat da irgendjemand geschossen eben gerade? Oh. Wer ist denn das? Eine Schrotflinte, sehr schön. Aber wieder mit wenig Munition. Aber nichtsdestotrotz können wir sie natürlich mal ausprobieren. Und das machen wir jetzt auch. Oh. Ach, das ist ekelhaft hier. Weg! Viehzeugs da. Also, mir gefällt es nicht so hier im Dunkeln. Ich mag das nicht so gerne. Aber ich soll hier noch irgendwo was finden. Da muss doch noch irgendwo was sein. Komm, wir schalten mal wieder um auf die Pulle hier. Die ist so ein ganz großer. Ekelhaftes Zeug hier. Oh. Also wenn die mir in echt begegnen würden, ich glaube, ich hätte keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ich glaube, ich hätte keinen Bock mehr. Jawohl. Ach, und schon wieder so einer hier. Das ist schön. So, hier hinten liegt was. Wie kommen wir denn dahinter? Kann man da irgendwie hochkrabbeln oder was? Nee, geht nicht. Keine Ahnung. Hier vielleicht? So, aber das nutzt nichts. Wir haben zwar das Brett kaputt gehauen. Kommen aber nicht hoch. So, packen wir wieder die Pistole aus. So, kommen wir doch ganz einfach hoch. Ist doch kein Thema hier, ne? Gesundheit ist voll. Aber Rüstung, dankeschön. Was sind das für Jungs hier? So viele auch noch. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, wir kämpfen hier gegen Aliens. Ich meine, ich habe sie noch nicht von Namen gesehen. Vielleicht ist ja Aliens. Keine Ahnung. Hier noch was, nicht dass wir hier irgendwas übersehen. Warum kommt sie da? Also es gibt hier reichlich zu finden. Vielleicht hätte ich doch eine Schwierigkeitsstufe schwerer stellen sollen, aber wer weiß das schon vorher. Ich würde gerne mal so ein paar aus der Nähe sehen. Auf jeden Fall sind wir wieder endlich hier draußen aus diesem blöden Dungeon da. Das gefällt mir nämlich nicht. Ach du lieber Gott, wir kommen einfach mitten durch. Zack, und hier der nächste. Jawohl. Jetzt krieg's aber hoch hier. Ist mir ein bisschen
bisschen zu dunkel. Ich sehe da kaum was. So, was haben wir hier? Rotlimpenpatronen. Jawohl. Und ein kleiner Käfer kommt uns entgegen. Das heißt, er kam uns entgegen. Hallo? Da. So, hier. Was geht denn hier ab jetzt? Hinten ist einer. Zack. Und hier nächster. Zack. Aber wir müssen noch das Zeug hier einladen. Einladen. Mitnehmen. Als ob ich so ein LKW dabei hätte. Wir müssen uns noch einladen. Die Fracht. Was ist denn hier los? Ja, wie Weihnachten, ey. Abgefahren. So, und Rüstung. Schön. Wo sind die Jungs denn? Hier. Egal, müssen wir auch noch leer räumen. Komm. Jawohl. Und damit kommen wir dann endlich wieder raus. An die frische Luft. So, jetzt mal schön hier langsam machen. Mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. So, hier einsammeln. Was haben wir da noch Schönes? Gesundheit. Dankeschön. So, jetzt können wir hier von oben in Ruhe das erstmal betrachten, was hier so rumliegt. Dann müssen wir wahrscheinlich runterspringen. Aber eigentlich will ich da gar nicht runterspringen. Ich will doch wieder hier richtig raus. Ich fühle mich da immer so eingeengt. Und er speichert. Oh oh. Man, you're ugly. Hat aber viel Energie hier, dumme Sau. So, wir haben noch eine Doppelschrotflinte, ne? So, aber jetzt komm hier, bam. Oh, that's got a sting. Und da ist er schon in Luft aufgelöst. Aber es geht gleich weiter hier. Da kommt man gar nicht hier zur Erholung. Aber wir kommen wieder ins Freie, sehe ich gerade. Wenigstens etwas. So, Gesundheit ist wieder voll. Dankeschön. Das ist ganz gut hier an Zero Sam. Das sind immer 10.000 Gegner auf einmal. Aber die verbrauchen auch nicht viel Gesundheit. Das heißt, die verbrauchen nicht viel Gesundheit. Die ziehen mir nicht viel Gesundheit ab, wenn sie mich treffen. So, was machen wir denn jetzt hier? Wieder die Pistole, genau. Und wir gehen wieder raus. Und haben das Netz der Spinne abgeschlossen. Das ist doch mal was. 133 von 153 Gegnern abgeschossen und nur ein Geheimnis gelüftet von insgesamt 9. Und wie lange haben wir dafür gebraucht? 24 Minuten. Naja. Da waren wir ja nicht so schnell. Die geschätzte Zeit für dieses Level 15 Minuten. Also, da sieht man schon, dass es eigentlich geplant ist, hier wirklich durchzurennen, alles niederzumähen. Und das war's auch schon. This is Bravo Delta Niner. I have visual on Stone. Sam, too hot to pick you up here. See you at the extraction point. So, wir treffen uns an der Abrufstelle. An der Abholstelle beginnt es zu ihm, Tulun, Moschee, um herausgeholt zu werden. Also, wir sollen jetzt zur Moschee laufen. Momentan ist alles noch safe hier. Mal gucken, ob da noch irgendwo was rumliegt für uns. Aber es sieht nicht so aus. Aber für was auch, wir sind sowieso bestens ausgerüstet eigentlich. So, wie die Frage ist nur, wie geht's denn jetzt hier weiter eigentlich? Also über diesen Abfall kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Muss doch hier irgendwo ein Weg sein. Da. Hier, genau. Nö, irgendwie nicht. Doch, guck
Kommen wir da hoch oder was? Nee. Da kommen wir nicht hoch. Sag mal, Leute. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Da sind wir noch hergekommen hier. So, ich dachte mir schon, dass diese Fässer explodieren, aber es bringt uns jetzt auch nicht wirklich was. So, hier kommen wir nicht hoch. Nein. Und hier will er auch nicht hoch. Hm. Ist es doch hier irgendwo da? War das eben schon auf? Habe ich das eben übersehen? Keine Ahnung. Hier gehen wir durch und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.